Buddhayi Asana. Die Stellung des heiligen Buddhayi. Sanatani zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier ausgehend, gib die Beine etwas auseinander, beuge die Knie und senke dann den Oberkörper nach vorne. Wenn möglich, gib die Kniekehlen oberhalb der Schultern und gib dann die Hände um die Füße. Das ist Buddhayi Asana. Du kannst aber auch noch die Fersen zusammengeben, das ist eine Variation, oder du könntest die Fersen auseinandergeben. Manchmal wird diese Stellung auch bezeichnet als Bhidokasana und manchmal wird sie auch genannt als Buddhasana. Nach manchen Traditionen ist auch Buddha einer der großen Meister gewesen, aber es gibt eben auch einen Nata-Yogi namens Buddhayi und die Stellung ist bezeichnet nach Buddhayi. Buddhayi wird auch erwähnt in der Hatha-Yoga-Pradipika als einen der großen Meister der Hatha-Yoga-Tradition. Buddhayi Asana gehört zu den Übungen, die die tiefen Bauchorgane gut harmonisiert, ist gerade auch für die weiblichen Geschlechtsorgane von Nutzen, eine Übung, die Apana Vayu in Harmonie bringt, eine Stellung, die aber auch zu den Vorübungen zu Kurmasana, zur Schildkröte gehört und auch eine Übung, die Pratyahara fördert, also das Zurückziehen der Sinne nach innen. Seine Übung, die zu einer tiefen meditativen Stimmung führen kann. Mehr zu dieser Übung, wie auch zu den vielen verschiedenen Vorbeugen und allen anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.